Willkommen zurück zu Hearthstone. Ja, zwei schöne Siege haben wir eingefahren. Der letzte Sieg steht gerade in den Knochen wieder und ich gucke mal kurz mein Deck an wieder. Was wir für ein Deck haben, weil ich in letzter Zeit ein bisschen mit anderen Decks rumgespielt habe. Ich hoffe, dass ich kein Magier oder irgendwas ins Gesicht bekomme, weil ich habe meine Probleme gegen Magier. Oder gegen Jaina, besser gesagt, Magierin. Ich hoffe, aber in Arena gibt es da ganz häufig immer irgendwelche Magierinnen mit Pyroblast und hast nicht gesehen. Weiter sofort, ich hoffe, ich treffe keinen. Ich hoffe, ich treffe wieder so einen einfachen Paladin mal wieder. Der war ja wirklich. Man soll ja die Teufel nicht an die Wand malen oder irgendwas in der Art. Ach, als sind Idee, Verhexung, Earthshock. Earthshock ist gut, das warte ich und die anderen zwei können weg. Ja, neues Kartendeck, weil heute ist der 1. Mai und dann eben halt. Ihr seht ja, wann ich hier aufgenommen habe. Und vielleicht kommt die Folge noch heute noch online. Keine Ahnung. Parlamentar, Blutelfen. Ach, es ist nicht so wirklich. Ich hätte lieber so eine 1-2er-Kreatur noch gehabt oder irgend sowas in der Art. Gut, er hat sich gewählt. Oder er hat seine Karten weg. Verhexung. Ja, bringt mir nicht viel, weil ich dreimal Verhexung habe im Deck. Und jetzt zwei Hexungen zu haben auf der Hand, das ist nicht wirklich gut. Okay, gegen Priester ist das nicht wirklich gut. Aber jetzt auf der Hand wirklich zu haben, das ist auch nicht gut. So gesehen, ich kann nur Runde 2 Turn nur einen Toten spielen, wenn ich gleich keine Karten ziehe. Ja, das ist der Pandoria-Deck da. Kartenrücken, besser gesagt. Oder Pandaria? Ich kenne mich im WoW überhaupt nicht aus. Nie gespielt und ich werde das auch nie spielen. Na, was machst du? Erst einmal Arena? Oder warum bist du jetzt auf Zeit schinden? Deine Hand ist auch nicht so ganz gut, oder? Was soll ich nur tun? Na komm, mach hin, ne? Ich hab voll Probleme, wenn ich gegen Magier immer spielen muss. Also ich kann mit Magier überhaupt nicht spielen und gegen Magier zu spielen kann ich auch nicht. Keine Ahnung, weil jede Karte ist gefährlich. Also von daher. Coin, okay, Münze. Zauber kostet einen weniger. Okay. Totem und da Earthshock würde Sinn machen, aber ich glaube eher nicht. Was kann er jetzt machen? Er kann der Feuerblast einen Schaden zu mir zufügen. Wenn er jetzt eingreifen tut und Feuerschlag macht. Heißt das Feuerschlag? Ich glaube schon. Also wie gesagt, wenn ich Mage habe, dann spiele ich. Also wenn ich so Tutorial mache und wenn ich Mage habe, dann schalte ich auf jeden Fall eine andere Klasse frei. Weil ich mit Mage kann ich überhaupt nicht spielen. So. Ingenieur-Lehrling hat sie gespielt, okay. Oder er. Ja, dann mache ich mal Ward Clear. Aber es wäre ein bisschen zu viel verlangt, oder? Ich glaube schon. Was könnte er haben? Mana Wurm könnte er noch haben, sehr viele. Bestimmt, weiß ich nicht, 16.000 Mana-Würmer plus 16.000 Pyroblast und endlich Mana-Kristalle hat der. Kann mir gut vorstellen. Deswegen spiele ich jetzt keine Karte raus. Das wäre ein Earthshock wert, auf jeden Fall. Knapping spiele ich raus. Earthshock und Totem. Ja, meine Starthand ist ja auch nicht die beste. Na komm. Ja, komm. Er hat den Golem wirklich auf den. Okay. Oh, der da siehst du. Der ist Mana-Wurm. Von 2. Glaube ich. Auf jeden Fall. Er möchte auf jeden Fall Board Clear haben, ne? Ich glaube, das könnte auch sein Untergang sein, wenn das so weit weitergeht. Hexen oder in Waffen? Hm.
neue Waffen ist, glaube ich, die bessere Möglichkeit. Weil es könnte so sein, dass sein Antigolin sich da traden tut. Oder er tradet jetzt gegen die Blut die Elfe da. Die Buff-Elfe. Für mich ist das eine Buff-Elfe. Silbermond wird nicht fallen. Oh, welche vom Silbermond? Oh Gott. Er trade? Wirklich? Ist es wert, eigentlich zweimal Verhexung zu spielen? Ich glaube schon, ne? Weil ich könnte... Ich mag den Mana-Wurm nicht. Gut, ich greife den Mana-Wurm an und dann tue ich Verhexung. Somit habe ich jetzt ein bisschen... bisschen Vorteil. Wenn er jetzt Raiden tun würde. Okay, tut es. Feuerschlag dazu noch. Okay. Oh Gott, ey. Wirklich, ich darf nochmal Verhexung spielen. Ja, ich glaube, ich muss nochmal Verhexung spielen und Totem. Magie schauen. Nee, komm, Verhexung ist gut. Es ist ärgerlich, jetzt meine ganze Verhexung rauszuhauen, denn das ist blöd. Und sogar in der Arena ist das richtig, richtig blöd. Was machst du denn? Oh Gott, das Match ist so derbe. Ich bin so angespannt immer so ein bisschen. Frost Elementar. Hier ein. Oh mein Gott, einmal noch zu kurz. Hätte ich gesagt, Feuerelementar plus Gewittersturm. Na gut. So, ich muss mal Schaden machen, das ist so ein Problem. Wir sind ja schon in der 8. Runde und ich habe noch keinen Schaden gemacht. Oh mein Gott. Irgendwie, weiß ich nicht, das Deck ist so ein bisschen komisch. Wenn die komischen Karten kommen, die ich jetzt zu Anfang bekommen habe, kannst du nicht viel machen. Eieiei, wie viele habe ich denn? Weiß ich nicht, irgendwie 6, 7, 8 Zauberkarten, glaube ich. Ey, dreimal Verhexung. Das ist übel, in 3 Runden auszugehen. Ah, hier. Gut. Er greift mit dem Feuerschlag da auf mich. Okay. Der muss weg. Auf jeden Fall. Feuerelementar und Gewittersturm. Dann fange ich jetzt eigentlich mal Schaden an auszurichten. Anzurichten, meine ich. Gott, ich sollte aufhören zu reden, wirklich. 4 Schaden. So. Was hast du jetzt? Polymorph oder irgend sowas in der Art? Wehe, du hast das Polymorph auf seiner Hand. Wehe. Und? Ja, komm, das ist Polymorph. Sehe ich das jetzt schon kommen? Nee, blitzert. Okay. Das ist blöd. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Okay. Oh, schon geschmiede Axt, auf jeden Fall. Danke sehr dafür. Ich will lieber den 1-2er-Spot und Zauberbrechern auf der Hand zu haben. Weil das könnte mir noch ziemlich nützlich werden, glaube ich. Ich glaube nur. Ja, was machst du jetzt? Flamestrike wäre eine Option. Pyroschlag wäre auch eine Möglichkeit jetzt. Hier Frostblitz. Okay. Der ist weg. Verwandlung. Okay. Okay. Und Karten ziehen nochmal. Du hast ja ziemlich viele Karten, ne? Karten. Dann. Blitzschlag. Zaubertoten? Nein, kriege ich nicht. Ah, scheiße. Blitzschlag, Polymorph A eintauschen und dann
direkt angreifen? Ich frage mich, ob. Wirklich? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Weil 10 Mana ist viel, ne? Und ich kann da eine ganze Menge noch rausspielen. Und mein einziger Gewittersturm habe ich schon weggespielt. Ich frage mich, ob. Ich glaube, ich hätte den Gewittersturm noch behalten sollen. Komm, machen wir das halt mal so. Da kommt 2 Schaden ins Gesicht rein, wie gut ist. Oh je, meine. Ich bin so oft angespannt, das ist so unglaublich hier gegen die Mage da. Ich kann wirklich. Jedes Mal geht mein Herz gegen die Mage, ey. Ich weiß, dass der erste Match in der Arena auch gegen einen Magier war, aber es ging mir jedes Mal die Puste. Okay. Mana Würm, okay. 1-1, okay, und. Noch 1. Kätekrieger, oh mein Gott. Wirklich. Vier, acht. Ja, komm. Dann muss ich jetzt, wie heißt das? Top Deck ziehen. Das ist mir auch egal. So, einmal Spellbreaker da. Die eine ist weg. 4-4 ist in Ordnung. Oh mein Gott, ey. Bitte kein Einsturmkarte, ey. Auf 6 Mana. Bitte. Bitte nicht. Okay. Yes. Oh mein Gott, warum kriegt jeder solche Karte? Ich krieg niemals solche Karten. Noch 4 Mana-Würme? Wirklich? Ich hab mich direkt an. Okay. Hätte da selber in der Hand. Ist okay. Ah, kein Totem. Schade. Bereit, mein Herr. Sterbt. Hier einer ist weg. Bevor er wieder hochgebufft wird. Ja, was machst du? Direkt angreifen wäre die beste Möglichkeit eigentlich. Weil ich muss ja Top-Deck ziehen. Aber er hat auch einen Flamestrike oder auf der Hand. Kann das sein, dass er noch einen Flamestrike, Flammensturz noch hat? Oh, Bastel Berserk. Oh Gott. Warum tradest du? Das macht ja überhaupt keinen Sinn zu traden. Voll Elementar. Ah, schön. Taunt. Totem. Das ist schön. Den nicht angreifen. Bastel Berserk nicht angreifen. Egal, was du machst. Boah, Feuerball, wirklich. Alter Schwede. Besser von den Nun. Oh, wirklich Spiel. Wirklich. Oh, Gedankenkontrolleur. Ja, dann lass uns auf den RNG hoffen. Diese Karte kann doch ziemlich nützlich sein oder matchentscheidend noch sein, diese Karte. Glaube ich jetzt zumindest. Mein Schild für Argus. Oh Gott, ey, wirklich. Wirklich Spiel. Wirklich. Na, Pyroflash auf Feuerschlag auf ihn selbst ist nur. Du greifst mich nicht direkt an. Was ist mit dir los? Oh, jetzt krieg ich. Übelst Damage, ey. Aber richtig Damage. 12, 14. Oh ja, natürlich. Natürlich. Das ist voller Combo eigentlich. 9 Schaden. Okay. Auf geht's, RNG. Aktiviere den Mental
Yes! Nice! Es tut mir leid. Oh mein Gott. Ich warte mal, kann das sein, dass ich jetzt gleich noch gewinne? Ich glaube, er möchte Alice ein Boardkey immer haben, ne? Yeti. Feuerschlag. Oh. 12. 15. 1 HP. 18. Oh mein Gott. Oh, GG. Gut gespielt. 21 Schaden, ey. Ins Gesicht mit dem. Boah, Alter. Wow. Ich hätte aus den Hexen eigentlich auch noch aufbewahren sollen. Aber na gut, egal. Hauptsache. Gott, 3 Siege hintereinander, glaube ich, hatte ich noch nie gehabt. Okay, bis demnächst wieder. Meine Güte, bin ich aufgeregt immer wieder.